So, willkommen wieder zurück hier an Bord und ich würde sagen, wir fahren einfach mal in dem Auto hier weiter, damit wir noch ein bisschen Strecke hier schaffen. Und der Alfa Romeo aus der vorherigen Folge, der will irgendwie nicht ganz. Der kommt irgendwie nicht in die Pötte. Warte, jetzt muss ich mal jetzt gucken, wo wir langfahren. Genau, wir fahren jetzt hier rechts fahren wir lang. Ich will gar nicht wissen, wie lange man bei so einem Stück zu Fuß unterwegs wäre. Denn es ist ehrlich gesagt schon ein ganz schönes Stück, was wir hier wieder fahren. Wir fahren jetzt an die Kanten der Karte hier, richtig? So, fünfter Gang. Ganz niedrige Drehzahl. Ganz gemütliches Fahren. Scheinbar ist 80 die richtige Geschwindigkeit. Sobald ich schneller fahre... Ne, wobei, wie viel darf man fahren? 100? Nee. 90? Irgendwie will er mir das nicht ganz verraten. Und hier rechts haben wir wieder ganz imposante Berge, die hier hervorragen. Und die Leitplanke hier links und rechts, die hat eine etwas komische Form. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass da schon ein paar Mal sehr professionelle Fahrer gegengefahren sind. Aber hier war ich wirklich noch nie. So weit draußen war ich. Ja, nee, wirklich noch nicht. Das kommt mir nämlich alles noch sehr unbekannt vor, was ich hier sehe. Und was haben wir da? Da ist scheinbar ein Tunnel, weil irgendwie ist da eine Straßenunterbrechung. Jetzt haben wir hier so eine kleine Serpentine. Ist auch nicht schlecht. Was ist das denn für ein Auto hier vorne? So, sieht aus wie so ein... So auf jeden Fall so ein ganz klein, so ein Kleinwagen nur noch. Aber die Lichter sind wirklich sehr schwach. Das ist ein bisschen schade. So lichteffektmäßig ist das bei dem... Nee, schon wieder. Nein. Habe ich ja schon mal erzählt, wie wahnsinnig ein Lenkrad einen wirklich machen kann. So, ganz schnell wieder raus aus der Situation. Was macht der denn da gerade? Ach du mein Gott. Was ist denn hier los? Ja, gut, ich stelle mich an zum ersten Mal in der Aufnahme jetzt. Nach 5 Unfällen bereits. Das ist ja hier ein Gag, Mensch. Da fährt man dagegen so ein Zeug da. So. Hier steht jetzt fest, wir dürfen 90 fahren. Schön zu wissen. Ist aber schön gemacht hier so mit dem Tunnel. Nur war da plötzlich gerade auch so eine kleine Straßenunterbrechung hier eingezeichnet. Warum, ist mir zwar jetzt auch ein Rätsel. Ach, kann das sein, dass die Straße jetzt wieder verläuft vor uns? Nee. Aber das ist ein Feldweg. Ach du Jemini. Kann man da langfahren? Warte mal. Hopp. So. Ach, scheiße, warte mal. Ah. So. So, und jetzt aber. Komm. Und ich glaube, jetzt hängen wir fest. Och nee, ne? Jetzt nicht ehrlich. Och nee. Wenn ich das Lenkrad drehe, bringt das auch nichts mehr. Och Mensch. Nee. Scheiße. Ach halt, jetzt haben wir es.
So, nicht verzagen, einfach den Tim hier mal fragen. Oh, Mann. Und ich glaube, jetzt haben wir uns gleich nochmal richtig fest, sodass ich mich gleich richtig ärgere. Warte mal. Nee, pass mal auf. Ich möchte mal gucken, ob man da reinfahren kann. Ist das so schwer, hier reinzufahren? Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Och Mann, nicht schon wieder. Nee, komm. Hab doch gesagt, ich werde mich richtig ärgern. Das ist jetzt schon der Fall. Wie kann man denn jetzt hier rauskommen, Mensch? Och, scheiße. Nein! Was machen wir denn jetzt? Nach links drehen. Nach links. Nach rechts. Okay, Vollgas nach vorne. Nach rechts. Och nee. Jetzt nicht ernsthaft, ne? Und so endet dann eine Fahrt. Traurig. Hm. Nicht traurig jetzt. Vielleicht, wenn ich das irgendwie abwürge, das Auto. Nee, er will nicht mehr. Oh. Warte mal, das müssen wir kurz dann nochmal lösen, das Problem. Wir müssen uns dann irgendwie mal hier ins Berggelände nochmal beamen. So. Mann, Mann, Mann. Also, was ich hier für Sachen wieder vollbringe, das keinem erzählen. Also, wenn wir hier losfahren, da sollte direkt ein Abschleppdienst irgendwie in unmittelbarer Nähe hinter uns fahren. Sonst kann es sein, dass wir am gewünschten Ziel leider nicht ankommen. Vielleicht sind wir ja relativ da, wo wir eben waren. Ach, ich glaub's nicht. Wir sind doch direkt hier vor der Tür, wo wir eben waren. Mann! Wir müssen mal ganz kurz ein kleines Rennen hier hochfahren. Irgendwie will er nicht mehr, der Wagen. Ha! Nee, halt, das ist das andere Ende. Oder? Hm. Ich meine, wir sind aber von der anderen Richtung gekommen. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz hier abchecken. Wie das jetzt war. Genau, hier sind die Steine. Hier sind wir reingefahren. So, damit Fullspeed mal wieder hier schnell raus. Mal gucken, was das Auto so hergibt. Komm, Mensch, ich muss es nochmal hin deinen versuchen. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Das ist ganz schön schnell, der Wagen hier für sein Alter. Eieieiei. Und Leute, wir sind hier auf unserem neuen Pfad. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das nochmal hinkriegen. Aber scheinbar scheint es so mit der Federung nicht gut zu klappen hier. Also richtig toll federn tut er hier wirklich nicht. Bäh. Alles rüttelt hier durch. Mein lieber Herr Gesangsverein. Uiuiui. Jetzt frage ich mich nur, wie kommen wir. Ne, jetzt hängen wir nicht. Nein. Und bitte nicht. Nicht schon wieder. Ah, Mann, 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 Mann. So, fahren wir uns mal hier oben zum Aussichts. Oh, oh. Oh mein Gott. Ach, wir haben ja etwas Sonne. Ei, 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 ei. Mann, Mann, Mann.
actionreicher geht's wohl hier gar nicht mehr. So. Handbremse rein. So, Licht aus. Ach, du heilige Scheiße. Ja, wir haben uns jetzt wieder gut hingestellt, wahrscheinlich wieder festgefahren. Aber ich würde sagen, wir können ja mal ein bisschen die Aussicht genießen. Und dann würde ich sagen, dann ist der Tunnel und wir sind gar nicht weit gekommen hier unterm Strich. Man, dieser andere Weg ist einfach besser. Wir sind ja erst vom Tunnel da hinten, diese 500 Meter bis hierhin gefahren. Wir sind ja noch einen riesen Umweg hier lang getuckert, aber na gut. Ich würde sagen, das war's dann von der Aufnahme. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich werde zum nächsten Mal etwas am Lenkrad mal ein bisschen rumprobieren. Das kann nämlich so nicht weitergehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.